Hallo Fotofreunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu einem neuen Format. Und ich komme erstmal nicht raus bei diesem Format. Rangier mit deinem Wohnmobil auf eine Straße, das ist die erste Aufgabe. So, die habe ich jetzt geschafft. Ja, ich möchte euch einladen. Ich möchte euch einladen, mich erneut zu begleiten auf einem Abenteuer, auf einer neuen Folge der bekannten Roadtrip Diaries. Was sind denn jetzt die Roadtrip Diaries? Ist es nicht der Kurzbesuch? Ja, was ist es denn nun? Wir kommen da durcheinander. Mal sind es die Roadtrip Diaries, mal die Kurzbesuche. Was ist denn da das Regelwerk? Sag doch mal, Junge. Ja, das kann ich nicht so richtig, weil ich mir da gar keine Gedanken so richtig drüber gemacht habe. Aber ich stelle jetzt mal eine Regel aus. Bin ich 2 bis 3 Tage mit dem Camper-Van unterwegs, dann ist es ein Kurzbesuch, weil es ja kurz ist. Bin ich mehr als 3 Tage unterwegs, wie jetzt auch bei diesem Trip, dann nenne ich das Ganze Roadtrip Diaries. Ja, ihr möchtet immer wissen, wo geht's hin und was habe ich vor. Ich beschränke mich darauf, an jedem Tag einen kurzen Ausblick zu geben, weil man weiß nie, ob es so kommt, wie man es meint. Weil dann sagt wieder einer ab, dann ist das Wetter schlecht. Apropos Wetter, ihr seht, wir haben aktuell Sonnenschein. Und das ist sehr ungewöhnlich für die letzten Videoformate, wo ich mehrere Tage mit dem Camper hier unterwegs bin, weil ja, es war immer Regen. Ja, welche Überraschung, es geht mal wieder nach Hamburg, aber nicht nur. Kurzer Ausblick, was heute noch passieren wird. Heute bin ich erstmal mehr oder weniger allein. Ihr werdet keinen der üblichen Spießgesellen auf diesem Kanal finden, aber ich kann euch versprechen, kleiner Teaser für die nächste Folge, das wird sich ändern, das wird nicht so bleiben. Spätestens morgen bin ich nicht mehr alleine hier vor der Kamera. Heute Abend werde ich in der U-Bahn-Haltestelle Hafen City ein Shooting abhalten. Dafür braucht man eine Genehmigung für euch, die das auch nachmachen wollen. Bei Bedarf gerne eine Mail, dann schicke ich euch den Kontakt. Also bitte nicht einfach da reingehen und wild hin und her fotografieren, das ist nicht gewünscht. Aber die Genehmigung zu erwirken, das ist eine reine Formsache. Also ich wüsste nicht, klar, zu Corona-Zeiten habe ich auch mal eine Absage gekriegt, aber jetzt so aktuell, nö. Hingeschickt, dann und dann möchte ich, dann musst du so ein paar Regeln einhalten und dann geht dann. Da wird mir ein Model zur Seite stehen. Also ich möchte das 85 ein Zweier mal ein bisschen mehr unter die Augen nehmen, unter die Lupe nehmen. Ich weiß aber noch nicht, ich war noch nie in der Hafen City, in der U-Bahn. Ich weiß nicht, ob das vielleicht zu lang ist. Also habe ich auch noch einen 35er, das ich einpacken werde. Mehr habe ich nicht mitgenommen. Das Model, das wollt ihr wissen, ja, das ist die Tia. Die Tia konntet ihr schon mal auf meinem Kanal in Aktion sehen, zusammen mit dem Olli, bekannt als Jukebox. Und zwar haben wir da an der alten Harburger Elbbrücke erstmalig zusammengearbeitet. Ja, das Ganze ist für heute Abend 19 Uhr avisiert. Vielleicht gehen wir auch noch bei Dunkelheit mit dem Mistfilter los, aber das ist alles schon mal ein bisschen hakelig, weil die Tia kommt aus Lüneburg und der letzte Zug fährt, glaube ich, um 22 Uhr zurück nach Lüneburg. Also eventuell bringe ich sie dann nachher zurück, wenn es dann wieder eskaliert, oder wir setzen den Schwerpunkt, je nachdem, wie es uns gefällt, auf die U-Bahn Hafen City. Yo! Ich werde, wenn die Zeit reicht, ich muss mal sehen, wo ich die Schüssel hier parke, weil dann ist wieder alles nicht so schwierig, so leicht. Der Parkplatz, wo ich zuletzt war, vielleicht nehme ich den, da darf man ab 18 Uhr bis 6 Uhr morgens umsonst stehen, aber da ist zur Hafen City halt auch schon wieder eine Viertelstunde Fußmarsch. Ist jetzt nicht so tragisch, aber naja, der Schwerpunkt wird Hafen City werden, Stand jetzt. Vielleicht finde ich in der Nähe einen Parkplatz. So, und jetzt schwalle ich euch nicht voll, weil ich weiß, die Geräuschkulisse ist hier nicht angenehm. Bis gleich. Ich melde mich wieder, wenn ich in Hamburg bin. Oder vielleicht, wenn ich gleich mal wieder im Stau stehe. Stand jetzt brauche ich 4 Stunden. Stand jetzt. Gerade mal 2 Stunden unterwegs hinter Bielefeld oder bei Bielefeld und ja, auf so einem Roadtrip, windig ist es, ne? Das merkt man immer ordentlich daran, dass es pfeift. Warte mal, vielleicht pfeift es hier jetzt nicht so sehr, wenn ich mich jetzt hier reinstelle.
Boah, ich habe hier jetzt was gesehen. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht habt ihr sowas schon mal gesehen. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Schaut euch mal diesen Sattelschlepper an. Sowas gibt es doch gar nicht auf der Welt. Schaut mal. Der ist, boah, ich weiß nicht, wie lang der ist. 20, 30, 40 Meter? Also ich weiß auch nicht, ob da so ein Propeller drauf ist oder was. Ich glaube, man kann erkennen, wie lang der ist. Wahnsinn, habe ich noch nie. Wie viel PS hat denn sowohl so eine Zugmaschine? Das frage ich mich, die dieses Ding zieht. Keine Ahnung. Ich versuche euch das mal, mal ganzheitlich zu zeigen, dieses Moped. So, ich glaube, jetzt wisst ihr, was ich meine. Weiß ich nicht. Also ich würde mal schätzen auf, ich kann das schlecht schätzen, 50, 60 Meter, ey, das ist der Hammer. Also fahren möchte ich das Ding nicht da vorne. Oh, vielleicht schnappe ich mal den Fahrer. Das, die hat zwar überhaupt mit nichts was zu tun, aber ich finde das faszinierend. Da muss doch jeder Meter geplant sein mit diesem Ding. Damit, der kann doch keine Kurven fahren. Was hat der für einen Wendekreis? Gar keinen. Das ist faszinierend, was man auf so einem Roadtrip alles erlebt und sieht. Was ist verrückt ist. So, gesagt, getan. Ne, ich sage Infotainment. Ich habe mir jetzt gerade mal den netten LKW-Fahrer geschnappt und ausgefragt, weil ich da neugierig bin. Und ja, ganz ehrlich, das sollte man, ich will nicht sagen öfter machen, aber mein Gefühl ist, auch wenn man die Menschen nicht kennt und freundlich drauf zugeht und fragt, dann ja, der hatte jetzt Spaß zu berichten. Also, die Zugmaschine, er steigt ja jetzt gerade ein. Ich weiß nicht, sieht man das? Die Zugmaschine brennt wieder alles aus. Ja, ist auch egal. Ihr habt das Moped ja ganz gesehen. 650 PS. Und da ist ja nur so eine kleine Zusatzachse dran. Finde ich ganz spannend. Die hintere. Weil die ganze, das ganze Gewicht natürlich hier vorne drauf liegt. Ne? Auf der kleinen Achse. Ja, jetzt sitzt der Fokus woanders wieder. Aber nicht da, wo er hin soll. So, jetzt seht ihr es besser. Also da drei große Achsen, die haben 10 Bar jeweils und dann nochmal eine kleine, weil die ganze Last drauf ist. So, und jetzt die Quizfrage. Ich verrate es dann im nächsten Teil, hoffentlich. Wie lang ist dieser Sattelschlepper insgesamt? Ich weiß es nämlich. Ja. Schreibt es mal bitte gerne in die Kommentare, was ihr schätzt. Ich zeige euch den jetzt noch einmal in der ganzen Pracht. Ja, bitte in die Kommentare. Ich sage es jetzt einmal hier. Ja, aber flipper das weg. Hoffentlich vergesse ich es in den nächsten Teil reinzuschneiden. Ey. Das Ding ist... Und er hat hinten auch noch zwei Begleitfahrzeuge, die kommunizieren. Und die Route, die ist 100% vorher berechnet, weil... So, weiter. Bisher kein Stau. Hälfte der Strecke. Tschüss. Freunde, kurze Zwischenbilanz auf der Strecke nach Hamburg. Ich musste jetzt mal eben Pipi-Pause machen. Ja, und hier, ich will nicht sagen Aufreger der Woche, aber mir ist wieder eins aufgefallen, dass ich einen Filter brauche in der Sonne. Ne? Mein weißes T-Shirt brennt hier schon aus. Ja, mache ich ungern, aber jetzt blende ich hier mal auf eine Blende 2 ab. Wir können ja vieles in Deutschland, aber eins können wir nicht, Toilettenhäuser auf Raststätten. Ich verstehe das nicht. Es ist für mich immer eine Überwindung, da reinzugehen, weil es olfaktorisch, es ist der Hammer, wie das da drin riecht. Da gehe ich, das ist, ja, es werden immer viele Leute ihre Notdurft da verrichten und möglicherweise verhalten sich da auch nicht viele Menschen wie zu Hause. Aber habe ich in Dänemark anders erlebt und auch in Schweden schon anders erlebt. Und da gehen auch Menschen hin. Ich weiß nicht, ob es eine andere Bauform ist oder ob die anders gepflegt oder gereinigt werden. Keine Ahnung. Das würde mich mal interessieren, wie so eure Wahrnehmung da ist. Also ja, man soll ja nicht wild pinkeln und so. Und hier ist auch immer alles abgezäunt. Aber allein die Tür aufzumachen, die ist so verschmockt. Jetzt wollte ich die Hände waschen, macht übrigens auch keiner. Beide Herrschaften, die vor mir sind,
haben, ich sag mal, das kleine Geschäft verrichtet, beide ohne Hände waschen raus. Ich weiß immer nicht, das ist, also ich bin so erzogen worden, dass ich danach, nach der Notdurft, mir auch die Hände wasche. Raff ich nicht. Ja, Wasser gab es da, aber natürlich wieder keine Seife. Also irgendwas, weiß ich nicht, finde ich, das geht besser. Aber wir wollen uns das Wetter jetzt, das Wetter nicht versauen lassen. Das Wetter ist nämlich noch gut, morgen soll es schon wieder schlechter werden. Ich habe jetzt ungefähr noch, weiß ich nicht, 30 Minuten bis Hamburg. Ich bin jetzt ungefähr Höhe Lüneburg und ja, noch einen kleinen Stau vor mir. Aber ich habe es jetzt gleich geschafft und mir jetzt ein bisschen die Beinchen vertreten. Ja, wenn die Sonne da ist, kann man im T-Shirtchen schon sitzen. Wenn sie weg ist, dann wird es zu cold. Fotofreunde angekommen. Ja, das war jetzt alles ein bisschen schwierig, was so die Parkplatzsuche mit dem Mobil angeht. So, da stehe ich jetzt. Oh, 3,50 kostet, glaube ich, hier die Stunde. Aber das ist Hafen City. Ich stehe übrigens, das wird Thomas sehr freuen, an dieser Stelle, liebe Grüße an Thomas in der Hongkongstraße. Ja, so. Ich habe jetzt beim Cruisen hier schon so einige ganz nette Spots gesehen, möchte ich sagen, die man sicherlich daher bei Dunkelheit auch machen kann. Aber jetzt möchte ich mir das erstmal angucken, wo ich mich gleich mit Tia treffe. Hier ist alles Baustelle, aber ich bin hier mitten in der Hafen City. Ja, und mich interessiert ja jetzt, wo die eigentliche U-Bahn ist. Und wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, zurück in die Richtung, nach links weg, ja, und dann bin ich da. Aber es ist ordentlich zugig hier, obwohl die Sonne da ist bei 15 Grad. Eine steife Brise, würde der Hamburger sagen. Ne, nee, habe ich nicht so gut nachgemacht. So, jetzt hole ich erstmal einen Parkschein. Nicht, dass ich hier ein Ticket kriege. Das wollen wir nämlich nicht. Ne? Wo habe ich jetzt mir die Kohle hingelegt? Ich hatte doch 4 Euro. Habe ich die in die Tasche gesteckt? Ja. So, da. 2 Euro. Da ist der Parkscheinautomat. Ab dafür. Ich habe mich ja wieder so ein bisschen ablenken lassen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht genau, wo ich bin, ob ich mit Thomas letztes Mal hier war, aber da kann ich den Padawan ein bisschen guiden übermorgen. Achso, ich habe schon wieder was verraten. Schaut mal. Was ist das? Wer weiß es? Ja, eine lange Flucht. Ne? Und hier oben kann man vielleicht das Hauptlicht auch ein bisschen abschatten. Ja, aber was soll ich euch sagen? Da unten geht es weiter. Die nächste lange Flucht, ja, poh. Aber jetzt erstmal zum Hauptspot von heute Abend. Oh, wollte ich gerade sagen, bevor hier der nächste Wind kommt, sage ich mal schnell was. Location Scouting ist geil. Ich bin immer noch nicht da, wo ich hin wollte, aber hier bin ich. Und was sehen wir hier? Ja, Fotofreunde, die nächste lange Flucht. Ach, ich beneide den Padawan, dass der mit Thomas fotografieren kann. Aber vielleicht gehe ich hier nachher mit der Tina. Ach, mit der Tina. Mit der, bin ich dann bekloppt? Tina. Mit der Tia. Jetzt habe ich es. Tia, mit der Tia auch dahin. Hier. So, ich weiß nicht, ob man mich verstehen kann. Deswegen komme ich näher ran und schreie auch ein bisschen. In dem Bereich war ich noch nie von Hamburg. Da ist ja dieser ja, Leuchtturm, wird es, glaube ich, bezeichnet. Da war der, hat der 1972 letztens einen Livestream von gemacht. Die Brücke ist auch ganz interessant hier. Ja, Hafen City Uni, aber jetzt geht es mal in den Bereich, weswegen ich eigentlich hier bin. Jetzt geht es runter in die U-Bahn. Ja, so, und jetzt müsstet ihr euch mich auch wieder besser verstehen. Allerdings werde ich jetzt gleich unterbelichtet sein, weil hier wird es ja dunkel. So, die soll ja architektonisch geil sein, aber bisher ist das noch gar nichts, was ich hier sehe.
So, jetzt ist der Wind weg. Boah, das ist heute, das bläst aber ordentlich. Wirklich eine steife Brise. So, boah, also tja, wie formuliere ich das jetzt erstmal leidenschaftslos? Die wird ja so hoch gelobt. Boah, ich bin jetzt, ich will nicht sagen enttäuscht, aber ich habe mir mehr versprochen. Schaut mal. Also wir haben in der Mitte diese beleuchteten Würfel, die wahrscheinlich vielleicht auch noch die Farbe ändern. Die reflektieren da so ein bisschen an der Scheibe. Ja, das sollen wahrscheinlich Waggons sein. Aber boah, vielleicht, ja vielleicht. Vielleicht muss ich auch erstmal runtergehen, um eine Idee zu bekommen, was ich nachher mit der Tier da anstelle. Im Moment habe ich jetzt noch nicht so die zündende Idee. Da bin ich ehrlich. Ja, ich meine, gut, ich habe jetzt hier die Genehmigung, die Foto- und Videogenehmigung erwirkt. Aha, seht ihr? Wusste ich doch. Da ändern sich die Farben. Ein zartes Rosa. Ich habe übrigens auch einen rosa Pulli, mit dem will ich auch noch anziehen. Tja, ich weiß nicht. Ich fahre rechts und links fahren die Züge ein. Das kann auch mittelgeil nur werden. Ja, vielleicht von oben nach unten fotografieren. Ich habe noch keine Idee. Ich gehe jetzt hier mal den Bahnsteig lang. Lass mich mal überraschen. Aber das bleibt ein Bahnsteig, ne? Und schon ruhig ist es hier. Also ich glaube, die erste Idee, ich würde gar nicht unten auf dem Bahnsteig arbeiten, sondern ihr seht, jetzt fährt da ein Zug los. Wenn Tier jetzt hier steht. Warte mal, da ist Licht. Da ist Licht. Hier so. Dann kriegst du Licht ins Gesicht. Anschrägen. Ja. Aber wie lange will ich belichten, ne? Das ist ein Problem. Ich muss schon quer fotografieren. Oder ich mache zwei Bilder und lege die übereinander. Aber ach, da bin ich auch kein Freund von. Das Bild soll für mich ehrlich gesagt schon so sein, ja, wie es richtig ist, ne? So. In einer Stunde ist die Pia da. Jetzt werde ich mich, glaube ich, noch ein bisschen ausruhen, damit ich gleich auch fit bin. Mal sehen, wo ich jetzt hier auf der anderen Seite so rauskomme. Das habe ich nämlich noch nicht ganz verstanden. Ach, jetzt geht es aber wieder in den Wind, ne? Puh. Ja, ne, wieder verarscht. Bin ich wieder auf der falschen Seite rausgekommen. Jetzt habe ich es wieder weiter zurück zu meinem Wohnmobil. Aber ich gehe jetzt mal ein bisschen kreuz und quer hier im Bereich Hafen City, weil wäre ja nicht das erste Mal, dass ich gleich wieder einen Spot sehe, wo ich sage, ho, ho, ho. So, ich will nicht sagen, fast schon zum Glück habe ich jetzt keine weiteren Spots gefunden auf dem Weg. Jetzt bin ich schon hier wieder Shanghai Allee, Hongkong Allee, die ganzen asiatischen Straßennamen hier in Hamburg. So, und wenn die Sonne weg ist, ja, dann wird es auch mal ordentlich frisch, ne? Habe ich schon gesagt, dass ich Hamburg an und für sich mag? Ja, ne? Habe ich, glaube ich, schon. Oh, und schaut mal hier. Bei Dunkelheit haben wir hier schon wieder ganz viele Spiegelflächen. Boah. Also wahrscheinlich ist die Ursprungsidee, in der U-Bahn so viel zu machen, zweitrangig, denke ich mal. So reingefühlt. Also ja, von oben, wo ich gerade stand. Und dann vielleicht nochmal von unten so eine Langzeitbelichtung. So, warte mal, kurz orientieren, alles klar. Ich weiß, wo ich bin. Mal schnell über die Straße. Nicht der Details, der Doofmann hat mich gerafft, als er beim Vloggen über die Straße gegangen ist, dass ein Auto gekommen ist. Das möchten wir ja nicht. Darf ich eigentlich beim, als Fußgänger vloggen oder ist das auch verboten? Weil beim Autofahren höre ich ja immer wieder, darf man das nicht. Darf ich das beim, obwohl ich der andere Meinung bin, darf man das hier bei dem, was ich jetzt mache, hier beim Augenautofokus, sagen wir, hier beim Fußgänger sein? Fotofreunde. Also eigentlich dachte ich, wäre das jetzt ein bisschen gechillter, aber gut, dass ich schon hier bin, weil die Tia ist jetzt schon überpünktlich. Wir waren um 19 Uhr verabredet, aber sie ist jetzt schon 25 Minuten eher da. Sie wird 18.36 Uhr, weil sie mit dem Zug anreist, an Hafen City ankommen, wo ich jetzt gerade war. Also ich bin jetzt gerade hier und wollte natürlich pflichtgemäß gesund zu Abend essen. Ja, jetzt ist 18.25 Uhr, 5 Minuten latschig. Also würde ich sagen, boah, ich weiß ja jetzt, ich kenne jetzt den Weg. Da kann nichts mehr schief gehen. Ne? So. Und dann werden wir aber trotzdem, glaube ich, erst draußen was machen, weil ich ja die Genehmigung erst ab 20 Uhr habe. Obwohl, eigentlich ist es mir andersrum lieber.
ich habe hier die Genehmigung in der Tasche. Und wenn sich einer aufkroppt, dann sage ich, Sommerzeit oder so.